Was geht ab, Freunde und Supporter? Willkommen zu diesem unfassbar geilen Spider-Man-Gameplay für die PlayStation 4. Ich habe das gemerkt in den Kommentaren beim Stream, auch allgemein so von eurem Feedback. Spider-Man ist eins der Spiele, auf die sehr, sehr viele von euch warten. Mich inkludiert. Sagt man das überhaupt so? Kann man das so sagen? Auf jeden Fall gehöre ich dazu, Freunde. Und das Gameplay, oder zumindest eins der Gameplays, es gab nämlich so viel Gameplay von Spider-Man zu E3. Aber das Gameplay, was auf der Sony-Pressekonferenz gezeigt wurde, Alter, wie krass war das? Ein Gegner nach dem anderen, so Sinister Six-mäßig, allerdings fehlt einer. Einer fehlt, Freunde. Was denkt ihr, wer fehlt? Am Ende sieht man nämlich, dass Spider-Man so erschrocken ist und sagt, du? Was? So von wegen, er kennt ihn auf jeden Fall, ist richtig erschrocken, dass er dort ist. Und einer fehlt, Freunde. Es sind ja so viele bekannte Gegner von Spider-Man dabei. Und wie gesagt, ich finde das Gameplay, ich finde das Spiel bisher super, super interessant. Auf jeden Fall eins der Highlights diesen Jahres noch. Im September kommen ja sowieso ein, zwei richtig geile Spiele. Und Spider-Man ist eins davon. Das sieht übertrieben geil aus. Oder was meint ihr, Freunde? Allgemein, Freunde, wenn euch das Video gefällt, gerne Feedback da lassen. Allgemein kommentieren, bewerten nicht vergessen. Ist klar, wenn ihr zum Beispiel auch mehr sehen wollt von Spider-Man in Zukunft, bevor das zum Release kommt und habt ihr Bock auf ein Let's Play zum Release im September? Auch das könnt ihr mich gerne wissen lassen. Was ich auch mal gerne wissen wollte von euch, welchen Gegner würdet ihr gerne in Spider-Man sehen? Ich meine, die Entwickler haben ja gesagt, dass sie keine Symbionten reinmachen. Was für mich persönlich schade ist, das heißt, es gibt keinen Venom, es gibt auch keinen Carnage, die beiden mit auf jeden Fall die coolsten Gegner sind von Spider-Man, für mich persönlich zumindest. Und es hätte ja auch ganz gut gepasst zum Film von Venom. Aber die beiden gibt's nicht. Vielleicht dann im Nachfolger. Denn ich gehe zu 1000% davon aus, dass dieses Spiel extremst erfolgreich wird. Es wird sicherlich noch ein Spiel kommen. Vielleicht sogar noch Spin-Offs oder sowas. Wäre auch ganz cool, wenn man dann irgendwann mal in dieser unfassbar geilen Qualität. Denn dieses Studio, Insomniac Games, liefert immer ab. Es wäre saugeil, wenn man vielleicht irgendwann mal Venom spielen könnte. Wie geil wäre das? Stellt euch das mal vor. Auf jeden Fall gibt es die beiden nicht. Und in diesem Gameplay sieht man Rhino, Scorpion gerade eben da. Auch richtig geiles Kostüm von Scorpion. Zieht euch das mal rein. Richtig, richtig nice. So viele Gegner. Den Geier. Wen hat man noch gesehen? Kingpin spielt auf jeden Fall auch eine Rolle. Ich glaube, hier in dem Gameplay ist er jetzt allerdings nicht vorhanden. So viele Gegner, Freunde. Und was ich auch mal sagen muss, was mir besonders gut gefallen hat bisher bei dem Gameplay, so von Gameplay her, dass Spider-Man sich so unfassbar dynamisch bewegt. Ist euch das aufgefallen? Also zumindest schätze ich das so ein. Ich habe jetzt noch keinen Spielbericht jetzt komplett ins Detail angehört oder gelesen, aber so wie es mir scheint, laufen die meisten Sachen einfach nur über einen Knopf, wenn ich das richtig deute, und zwar den Kreisknopf. Es kann natürlich sein, dass du noch einen anderen Knopf dazu benutzen musst, aber wie unfassbar dynamisch das ist, was für geile Animation Spider-Man da hat, wenn er dann irgendwie zu einem Geländer greift und dann irgendwie Flickflack macht und dann geht's direkt weiter, Sprung, dann schwingt er sich durch die Gegend und so. Und auch das Schwingen sieht so geil aus. Das hatten sie ja auch schon gesagt, die Entwickler, dass sie das als erstes so angegangen sind vom Gameplay her, dass es einfach geil aussieht, dass du nicht wie in anderen Spider-Man-Spielen zum Beispiel das hast, dass du im Nichts dein Netz verschießt, weil das hast du ja, wo hattest du das? War das in Amazing Spider-Man oder war das in einem anderen Spider-Man? Da hat ja Spider-Man sich durch die Stadt geschwungen und zum Beispiel über dem Central Park, wo du sagst, da sind doch gar keine Gebäude, wo schwingt er sich überhaupt lang und so. Und darum haben sie natürlich geachtet. Und wie gesagt, das Gameplay spricht für sich, die Grafik spricht für sich. Es ist exklusiv für die PlayStation 4. Und es kommt von Insomniac Games, die wirklich einfach abliefern, Freunde. Das letzte Ratchet & Clank war super geil. Und ich kann es immer nur wiederholen, Freunde. Von diesen Leuten, ja, kam Sunset Overdrive, was für mich immer noch eins der besten Spiele dieser Konsolengeneration ist. Damals war es Microsoft exklusiv. Das heißt, das Spiel gibt es für die Xbox One und den PC. Und wenn ihr das könnt, wenn ihr es nachholen könnt, Freunde, Sunset Overdrive, checkt es unbedingt ab. Unfassbar geiles, auch dynamisches Gameplay und richtig geiler Witz.
die sind sowieso passend. Es ist das perfekte Studio. Es ist das perfekte Studio für Spider-Man. Die haben es drauf mit abgedrehten Action-Sachen. Die haben es drauf mit Humor. Ja, Ratchet & Clank war immer lustig. Und wie gesagt, Sunset Overdrive hat es auch gezeigt, dass sie einfach so übelst dynamisches Gameplay drauf haben. Und halt den Humor passenderweise. Das ist meine Meinung, Freunde. Was ist eure Meinung? Wie gefällt euch das Gameplay bisher? Wie gefällt euch das Spiel? Lasst es mich gerne wissen. Und wie gesagt, lasst gerne eine Bewertung da. Würde mich sehr, sehr freuen. Falls ihr Bock habt auf weitere Gameplays zu Spider-Man oder anderen Titeln, könnt ihr das natürlich auch gerne in die Kommentare schreiben. Und ich würde sagen, wir hören uns. Danke fürs Zusehen. In fact, we don't have to do this at all if you don't want to. We definitely want to! All units, 1010 Asset 36 in Park. Repeat, all units be advised. Shots fired at Fisk Towers. Yuri, I'm here. What do you see? Find the rest. The boss wants them dead. Looks like the demons are moving in on Fisk's territory. You got this? I got this. Through the building. Eliminate them. Should have worn a helmet. You got what you came for. You don't need to kill us too. Fisk's territory is ours now. Not today. Spider-Man! Tell the boss he's here! Nice jumpsuit. Slimming. Stay out of my business. Wait, the demons. Who's their leader? Keep my men alive and maybe I'll tell you. Saving bad guys from other bad guys. Not how I thought today would go.
Hey, big guy. Is that a Higgs field? That's actually really cool. Fisk, your men are safe. Your turn. Who runs the demons? You're about to find out. Check the roof. He's here? Did that just happen? Yeah. I'm getting reports of a helicopter with a wrecking ball. It's complicated. Turns out Martin Lee is running the demons. The guy who runs the homeless shelter? Like I said, complicated. Sit tight, Yuri. I got this. Please, let me get this. That helicopter is destroying the city. I know. You need to bring it down. I know. Maybe you could superhero a little faster? Working on it, Yuri. Too close. To Newark? Why are you doing this? Because no one else will! Lee, this is crazy! This isn't you! You don't know me! Need a plan real fast! Guess this is the plan! Come on, Pete, you got this! You got this! Please don't screw this up!
Mr. Lee? It's over. Come on, dude, let's go. Miles! PlayStation. With Fisk behind bars, what's next? And the city's safer than ever. Maybe Peter Parker can have more of a life. Are you in trouble? Do you need money? No, I mean, I'm a little behind on my... For acts of extraordinary bravery. I'm the one who kept order in this city! What is this? Devil's breath. Your city. And everything you care about will be destroyed. The people will beg you for help, but you won't be able to save them. Get more backup. Wait! We've got to play this just right. Please, stop! Maybe the city needs our friend more than you think. Anyone else need a breather?